So viele Zuschauer wie beim Eurovision Song Contest selbst waren es für Måns Zelmerlöw am Montag zwar nicht, dafür waren es aber ganz besondere. In seiner südschwedischen Heimatstadt Lund wurde dem diesjährigen Gewinner des größten Musikereignisses der Welt ein tosender Empfang bereitet. Der 28-Jährige hatte sich in Wien mit seinem Titel Heroes gegen die Verfolger Russland und Italien durchgesetzt. Von seinem Sieg erhofft sich der Sänger und TV-Moderator nun Hilfe beim Start einer internationalen Karriere. Der Sieg beim ESC war natürlich ein großer Traum für mich. Das ist fast immer noch zu schön, um wahr zu sein. Ein weiterer Traum wäre eine internationale Tour. Ich hoffe, dass mir das ein paar Türen öffnet. Daran will ich weiterarbeiten. Keine Türen mehr muss Zelmerlöw bei seinen Fans öffnen. Zur Autogrammstunde standen Hunderte an. Er ist wirklich cool. Wir werden sicher irgendwann einmal heiraten. Daher dachte ich, es wäre gut, wenn wir uns vorher einmal treffen. Es war klasse. Wir mussten zwar mehrere Stunden anstehen, aber als wir ihn dann trafen, war es das Erlebnis des Tages. Ach was, des Jahres. Mit dem Sieg beim 60. Eurovision Song Contest bringt Zelmerlöw den bereits 6. ESC-Titel Schwedens mit nach Hause. Das Land schließt damit zum Spitzenreiter Irland mit 7 Siegen auf.